Tag, der Elite Premium Service AG. Was kann ich denn für Sie tun? Ja, guten Tag, hier ist Sieghardt. Ich hatte vor wenigen Minuten Ihren Anruf verpasst. Da befand ich mich leider noch in der Küche. Ah, okay. Können Sie mir mal Ihren Nachnamen buchstabieren? Dann schaue ich mal nach. Siegfried Ida. Entschuldigung, ich komme immer durcheinander. Siegfried Ida? Emil. Ja. Gustav. Ja. Heinrich. Ja. Adolf. Ja. Richard. Ja. Dora. Sieghardt. Okay, kleinen Moment. Herr Sieghardt, es geht darum, dass Sie sich am 3.5. im Internet registriert haben für eine 1.000 Euro für Ihre nächste Reise. Und diese Verlosung, die steht noch aus, aber ich darf Ihnen heute schon gratulieren, denn Sie haben sich einen gratis Lottotipp für die staatliche Lotterie 6 aus 49 gesichert. Oh, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja großartig. Komme ich jetzt ins Fernsehen, wie man das da immer sieht. Na, Sie bekommen auf jeden Fall einen Gratis-Chip per E-Mail von mir zugeschickt. Der Ziehungstag, der ist da für Sie der 17. Juni. An diesem Samstag, dann nehmen Sie dann mit 24 weiteren Teilnehmern in der Gemeinschaft gratis beim staatlichen Samstagslotto teil. Das ist Ihre ja großartig. Großartig. Ja. Ihre Glückszahlen sowie den Ziehungstag, den erhalten Sie dann in den kommenden Tagen per E-Mail. Und damit Sie Ihren Lotto-Tipp ordnungsgemäß erhalten, möchte ich kurz Ihre Angaben abgleichen. Ihr Name ist Herr Ralf Sieghardt. Das ist der richtig. Sie wohnen in 25813 Südermarsch. Richtig. In der Ludwig-Oelsen-Straße 81. Auch das ist korrekt. Sie sind geboren am 20.04.1966. In der Tat, das bin ich. Und Ihre angegebene E-Mail-Adresse ist sieghardthamburg@gmail.com. Ist das auch korrekt? Auch das entspricht der Wahrheit. Super, dann mache ich den Gratis-Tipp fertig und drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie damit vielleicht den Jackpot knacken. Das wäre natürlich eine sehr schöne Angelegenheit. Und habe ich denn noch eine Möglichkeit, einen Einfluss auf meine Glückszahlen zu nehmen? Weil man soll das Glück ja doch immer in die eigenen Hände nehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Genau. Also ich habe auf jeden Fall noch eine Bonusrunde, Herr Sieghardt, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Was hat das jetzt mit meiner Frage bezüglich der Glückszahlen zu tun? Gibt es da eine Möglichkeit oder gibt es die nicht? Also die Glückszahlen, da müssten Sie eine andere Nummer nochmal anrufen, weil wir sind jetzt bei der Elite Premium Service AG gelandet. Aber Sie haben auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn Sie Glücksnummern haben, dass Sie uns... meinen Sie jetzt Glücksnummern wegen der eigenen persönlichen Tippreihe? Meinen Sie das so, Herr Sieghardt? Richtig, genau das meine ich, weil Sie sagten ja, ich kriege das per E-Post zugeschickt. Genau, den Gratis-Tipp, da ist schon der Tipp gratis, aber ich habe hier noch eine schöne Bonusrunde, das ist das 6 aus 49. Hören Sie sich mal an, das ist auch was ganz Tolles. Vielleicht wollen Sie da auch noch mitspielen. Ich höre aufmerksam zu. Sie dürfen Vielen sprechen. Dank. Diese Aktion nennt sich Gewinnplan 49, ist ein Produkt der Elite Premium Service AG. Das heißt, Sie nehmen ab dem 15. Juni für zunächst 3 Monate mit nur 99 weiteren Teilnehmern in der Gemeinschaft jeden Samstag mit 100 computeroptimierten Tippreihen gleich 10-mal dem Spiel 77, bildlich gesehen 10 ausgefüllten Lottoscheinen an der staatlichen Lotterie 6 aus 49 teil. Aufgrund der 100 verschiedenen Tippreihen und 10-mal dem Spiel 77 erhalten Sie im Laufe der 3 Monate über uns die absolute Treffergarantie. Die absolute Treffergarantie, die ergibt sich daraus, dass er 10-mal das Spiel 77 mit dabei ist. 10-mal. Und bei dem Spiel 77 sind ja dann alle Endziffern von 0 bis 9 mit abgedeckt. Und damit Sie dann aber auch noch die Möglichkeit haben, den Jackpot allein zu knacken, erhalten Sie dann zusätzlich noch eine persönliche Tippreihe obendrauf, die Sie dann selbst bestimmen dürfen. Was sagten Sie, soll dieses Spiel kosten? Da komme ich noch zu, weil ich habe auch noch ein kleines Geschenk, was ich noch mit dazu packen kann, Herr Sieghardt. Das ist ja traumhaft. Das ist unsere exklusive Sofortrabattcard. Mit der Sofortrabattcard können Sie im Internet bis zu 30% sparen. 30%? Genau, und das sogar ein ganzes Jahr kostenlos. Das ist ja toll, phänomenal. Oder? Auf welche Angebote im Internet bezieht sich diese Rabattaktion denn bitte? Ja, das sind über 900 Unternehmen. Das würde anfangen bei Avi Apotheke
und endet bei Z wie Zuhandlung. Das sind 900 Unternehmen. Da ist auch Lidl mit bei, da ist Amazon mit bei, da ist Zalando mit bei. Also das sind ganz viele Unternehmen, das sind 900 Unternehmen. Dann verstehe ich Sie richtig, dass ich diesen lächerlichen Betrag für ein Lottospiel investiere und dafür eine Rabattkarte bekomme, wo ich meinem Enkel seine Wohnung für 30% weniger bei Amazon einrichten könnte. Genau richtig, zum Beispiel. Aber die hätten ja bei uns ja dann 10 Lottoscheine zum Preis von 1, weil die 10 Lottoscheine würden bei uns 11,52 Euro kosten. Was? Und im Monat 49,90 Euro. Das heißt, diese beiden Zahlen müsste man addieren, um auf den Gesamtpreis für einen Monat zu kommen. Nein, also ein Monat wären 49,90 Euro und es wären ja 3 Monate, also würden Sie dann 3 Monate 49,90 Euro bezahlen, also einmal 49,90 Euro Anfang Juni, Anfang Juli und Anfang August. Und wenn Sie dann sagen, nein, ich möchte nicht mehr spielen, dann würden Sie uns 4 Wochen vor Spielende eine kurze schriftliche Mitteilung per Post, Fax oder E-Mail zukommen lassen. Ja. Dann würden Sie wieder rausgenommen werden. Und alles, was über 50 Euro sind, das würde dann auf Ihr Konto überwiesen werden, Herr Siekert. Ja. Und alles unter 50 Euro würde dann mit dem Einsatz verrechnet werden und da würden wir dann weniger abbuchen. Und ich würde sagen, 3 Monate, die sind ja überschaubar. Probieren Sie es mal aus, lassen Sie sich mal positiv überraschen, Herr Siekert, und nennen Sie mir 6 Glückszahlen von 1 bis 49, mit denen ich Sie anmelden darf. Wie bezieht sich das denn auf diese 3 Monate? Müssen das 3 aufeinanderfolgende Monate sein oder kann ich das auf das Jahr verteilen? Das wären 3 Monate, die hintereinander dann wären. Können Sie sich leider nicht aussuchen. Wir könnten das höchstens noch so machen, dass Sie sich aussuchen können, ob Sie jetzt am 15.06. anfangen wollen mitspielen oder ich könnte es noch um einen Monat verschieben, dass Sie dann erst am 15.07. anfangen würden. Das könnten wir noch machen. Weil mathematisch und militärisch gesehen ist es natürlich klüger, seine Ressourcen auf ein ganzes Jahr zu verteilen, anstatt alles, was man hat, in eine Schlacht zu werfen. Da haben Sie recht, genau. Aber bei uns, da würden Sie ja dann mit der Treffergarantie spielen und haben bei uns die Möglichkeit, dass Sie bei uns nicht leer ausgehen, dass Sie auf jeden Fall da was dabei rauskommt. Und das werden Sie dann auch sehen, weil... Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Das ist schrecklich. Ich hoffe, Sie lassen sich rechtzeitig krank schreiben. Ja, das hoffe ich auch. Herr Siekert, um nochmal auf das zurückzukommen, was Sie gesagt haben. Ja. Leider können wir das nicht machen. Wir könnten es höchstens um einen Monat verschieben. Und dann, sage mal, wenn wir das jetzt irgendwie einen Monat verschieben wollen, wäre es ja dann Juli, August, September, dass Sie spielen könnten. Oder wir könnten es machen, wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, Juni, Juli und August. Aber die 3 Monate ausruhen können Sie sich leider nicht. Das ist ja nicht sonderlich überzeugend. Sie sagten, es gibt eine Treffergarantie. Wie hoch ist diese Garantie in Prozenten? Also viele unserer Kunden, die gewinnen bei uns 100 Euro. Und da wäre ja das auf jeden Fall über den Einsatz auf jeden Fall dann auch hinaus. Also würden Sie dann, wenn Sie dann auch über 100 Euro gewinnen, bei uns dann Ende des Monats auch 100 Euro auf Ihr Konto überwiesen bekommen. Und das ist zu 100% sicher? Das ist sicher. Sie können sich auf jeden Fall auch meinen Namen mit aufschreiben. Dann wäre ich auch Ihre Glücks für die 3 Monate. Und wenn Sie nichts gewinnen, dann dürfen Sie gerne auch hier anrufen, meinen Namen sagen und sagen, Frau Anna Wilke hat gesagt, ich gewinne hier jeden Monat. Das Problem bei der Sache ist, ich hatte schon mal eine Auseinandersetzung, in der ich mich auf den Rat eines guten Freundes verlassen habe, der sagt, wir werden die V2 einsetzen und ich garantiere dir, dass jede einzelne trifft. Und die Hälfte ist nicht mal im Ziel angekommen und die, die getroffen haben, haben keine nennenswerten Schäden verursacht. Also, dass sie jedes Mal gewinnen, das sage ich, so wollte ich das jetzt nicht sagen, aber ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, dass Sie auf jeden Fall mit einem Treffer auf jeden Fall gewinnen. Ist und das jede Woche. Ist auf in jeden dieser Fall Sache denn immer noch die V2-Methode in Einsatz oder hat sich das in meiner Abwesenheit weiterentwickelt? V2, das sagt mir gerade gar nichts. Können Sie mir denn mal da ein bisschen auf die Sprünge helfen? Dann ist das wahrscheinlich inzwischen glücklicherweise so veraltet, dass es überhaupt nicht mehr existent ist. Das ist eigentlich die Idee gewesen, mit einer möglichst großen ein Ballungsgebiet zu erreichen. Ach so, okay. Nee, weil das sagt mir gerade auch nichts.
Aber auf jeden Fall, wenn Sie hier bei uns spielen, haben Sie auf jeden Fall jede Woche einen Treffer mit dabei. Und diesen Treffer muss ich dann mit 100 Leuten teilen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Den müssten Sie dann mit 100 Leuten genau denn teilen. Aber Sie haben ja auch noch Ihre eigene persönliche Tippreihe damit dabei. Damit haben Sie dann auch die Möglichkeit, ja sogar noch alleine zu gewinnen. Und betrifft diese Garantie, dass die Gruppenoffensive oder meine Einzeloperation? Auf beides. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, endlich wieder Boden gut zu machen. Ich habe mich in den letzten Monaten weit zurückziehen müssen, weil die finanziellen Mittel gefehlt haben und weil wir die Ölgebiete verloren haben. Dann würde ich sagen, dann machen Sie 3 Monate mal bei uns mit, lassen Sie sich mal positiv überraschen und nennen Sie mir 6 Glückszahlen von 1 bis 49. Gibt es denn die Möglichkeit, mit mehr als 100 Leuten diese Operation anzutreten? Weil ich bin der Überzeugung, dass 100 für den Sturm, der uns erwartet, nicht ausreichen werden. Da würde ich mal kurz nachfragen. Wenn Sie ganz kurz dran sind, dann würde ich mal ganz schnell zum Ansprechpartner gehen und werde gleich wieder für Sie da, dauert aber ein kleines bisschen. Das ist in Ordnung? Das ist in Ordnung. Da kann ich in der Zwischenzeit weiter die Offensive planen, die wir mit der neuen Verstärkung, die Sie uns zur Verfügung stellen, durchführen werden. Okay, dann bin ich gleich wieder da, Herr Siegert. Ich beeile mich. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Ja, ich danke Sie auch. Vielen Dank. Ich bin gleich wieder da. Herr Siegert? Ich bin nach wie vor am Telefon. Vielen Dank, dass Sie gewartet haben. Ja. Ich habe mal nachgefragt. Es kann Ihnen leider nichts anderes anbieten, aber auf jeden Fall unser schönes Gewinnplan 49, wo Sie da für 3 Monate mitspielen können, mit den 99 weiteren Teilnehmern. Gibt es, meine Überlegung ist jetzt, gibt es eine Möglichkeit, dass diese 100er-Gruppen in irgendeiner Weise zusammenarbeiten, autonom miteinander, um das eben dann durchzuführen? Wie meinen Sie das gerade? Ja, Sie sagten ja, wir können diese Gruppe von 100 Leuten nicht vergrößern, aber der Gedanke ist, wir können die Gruppen ja zusammenarbeiten lassen, dass wir mehr Schlagkraft aufbauen können. Weil wir können ja nicht 100 Leute in eine Richtung laufen lassen und 200 in die andere, das ist völlig gegensätzlich. Also bei dem Gewinnplan 49 sind es auf jeden Fall immer 100 drin. 100. Wissen immer Sie, 100. Der Grundgedanke ist ja gewesen, dass wir die im Norden und Süden bis an die äußersten Verteidigungsränge vorstoßenden Russen in einem mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber da brauchen wir deutlich mehr als 100 Leute. Nee, aber bei Gewinnplan 49, da können, wie gesagt, aber wirklich leider nur 100 rein. Einen kleinen Moment bitte. Mit wem reden Sie? Ich habe da eine sehr nette Dame am Telefon. Es geht um die Aufstellung von mindestens 100 neuen Personen für den Kampf. Kann ich das mal bitte haben? Was möchten Sie denn mit dem Telefon? Geben Sie mir das mal bitte. Hallo? Schönen guten Tag, Elite Premium Service AG. Wer ist denn jetzt da dran? Ja, hier ist Sulinder. Von wem sind Sie bitte? Ich bin von der Elite Premium Service AG. Ja, und was macht Ihr Firma? Wir machen Gewinnplan 49, das ist ein Produkt der Elite Premium Service AG. Wir machen Lotto, verkaufen Lotto. Achso, wissen Sie, wo habe ich Sie angerufen? Ich hatte angerufen, oder beziehungsweise Herr Siegert hatte mich ja zurückgerufen, weil es darum ging, dass er sich am 3.5. im Internet registriert hat für einen 1.000 € Gutschein für eine Reise. Ja. Und da habe ich ihm dann noch einen gratis Lotto-Tipp mit angeboten, den auch noch mitbekommen hat, gratis. Okay. Und habe ihm dann, wie gesagt, auch noch unser Lotto vorgestellt, was wir für 3 Monate anbieten, wo man dann in einer Gemeinschaft mit 99 Teilnehmern spielen tut, jeden Samstag mit 100 Tipps und zehnmal das Spiel 77 und noch eine eigene... Ja. Hat er einen Vertrag mit Sie machen? Bis jetzt haben wir noch gar keinen Vertrag gemacht. Ach so, weil das ist, Sie haben es hier bei Nervenheilanstalt anrufen. Der Herr Siegert ist Patient bei uns. Ich glaube nicht, das können Sie nicht machen. Oh, okay. Weil vielleicht habe Sie bei Gespräch gemerkt, er hält sich für Adolf Hitler. Oh, okay. Und deswegen, ich habe mich schon ein bisschen gewundert, warum.
Ach so, ja, okay. Weil wir hatten gerade Kaffeezeit und normal ist er immer da zu Kuchen essen und jetzt wollte ich mal gucken und dann höre ich, wie das von Panzerdivisionen ach. Reden und dachte ich, oh mein Gott, nee, der hat nee, wieder, nee, nee, der hat wieder bei seinem Sohn anrufen, aber Sie sind gar ach, nicht seine, nee. Sind Sie sein Sohn? Nee, nein, ich okay. bin von der Elite Premium Service AG, aber dann darf er ja auch gar nicht spielen. Das, nee, das habe ich gar richtig. Nicht gewusst. Das ist genau. Nervenheilanstaltung. Oh, okay. Dann hat, tut's mir leid. Ich hoffe, er hatte keinen Nazi-Kommentar machen. Nee, ist alles gut. Okay, sehr gut. Ich hab mich nur gewundert gehabt, weil ich kann ich jetzt bitte wieder das Telefon haben? Wir müssen die Frühjahrsoffensive planen. Ich wünsche dann auf jeden Fall alles warten, Gute. Ich liege dann auf. Mit den jungen ja, Frau sprechen. Und ein schönes Wochenende. Entschuldigung, tschüss. Der hat dazwischen gesprochen. Was haben Sie gerade gesagt, junge Frau? Ich habe eben gerade gesagt, dann wollte ich jetzt das Gespräch beenden, weil ich habe das ja nicht gewusst. Ich hatte mich nur gewundert, warum der Herr Siegert so ein bisschen neben sich steht, sage ich jetzt mal. Hoffentlich ist das jetzt nicht böse gemeint. Ja, das wenn ist ja... Wenn kam, dann tut es mir leid. Nein, das ist alles in Ordnung. Das ist ja so. Der okay. hat ja einfach Dachschaden. Das muss man ja so sagen. Okay. Dann werde ich jetzt auf jeden Fall das Gespräch dann beenden. Ja. Wünsche ein schönes Wochenende. Uff. Und hier wird dann auch nichts, passiert auch nichts. Brauchen Sie keine Angst haben. Ich kriege dann auch eine auf den Deckel. Ja, alles in Ordnung. Dann können wir okay. jetzt wieder Kuchen essen. Genau, Sie können jetzt Kuchen essen gehen. Ja, alles klar. Dann schöne Wochenende. Wiederhören. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.